Würdest du mich heiraten? Hast du heiraten gesagt? Sehr richtig, heiraten. Du liebst sie sehr, diese Frau? Ich hab dir gesagt, du sollst den Mund halten. Und nun erzählen Sie uns ein wenig. Ich weiß nicht, was Sie schon alles wissen. Dass Sie in Emilio verliebt sind und dass Sie ihm beigebracht haben, was Liebe eigentlich bedeutet. So dass er das Gefühl hatte, zum ersten Mal in seinem Leben zwischen den Schenkeln einer richtigen Frau zu liegen. Sie tun gerade so, als könnte ich es nicht mehr erwarten, mit ihm ins Bett zu gehen. Ich bitte Sie. Ich lasse mich nicht demütigen und schon gar nicht von dieser Hotelhure. Bitte, schlag zu. Eines Tages wirst du es bereuen. Gott schützt die Liebenden. Nach dem gleichnamigen Roman von Johannes Mario Simmel mit Harald Leibniz und Andrea Jonasson, Gila von Weitershausen und Nino Castelnuovo, Walter Kohut, Manuel Zarzo, José Maria Prada, Paolo Giusti und vielen anderen. Wozu hast du das Ding? Wozu hat man Pistolen? Normalerweise um zu schießen. Sibylle? Und diese Sibylle hat sich hier mit einem anderen Mann getroffen. Und Sie haben sie dabei überrascht. Was wollen Sie damit sagen? Dass es außer uns beiden auch noch andere Männer gibt. Sie sind ein... Ein Beamter mit 30-jähriger Diensterfahrung. Arschloch mit Pensionsberechtigung. Gott schützt die Liebenden. Eine internationale Produktion von Alfred Vohrer, hinreißend verfilmt. Wir wissen, dass sich Signora Trenti in diesem Bereich aufhält. In den katalonischen Sierras, in den Pyrenäen oder in irgendeinem Fischerdorf an der Costa Brava. Und möglicherweise wechselt sie ihr Versteck von Woche zu Woche. Und woher wisst ihr, dass sie den Mund hält, wenn sie etwas erfährt? Sie wird nichts erfahren. Bist du sicher? Hör zu, Laura. Ich kann Emilio nicht vorschreiben, mit wem er lieber schläft. Das ist einzig und allein deine Sache. Paul, ich bin eifersüchtig. Auf wen? Auf alles. Los, verteilt euch! Wo willst du hin? Zu Victoria! Du bleibst hier! Nein! Der neueste Film nach einem Roman von Johannes Mario Simmel. Gott schützt die Liebenden.